Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Vor 2 Wochen hatten wir schon mal ein kleines Video zu dieser Jahreslosung mit ein paar guten Gedanken. Paulus schreibt diesen Satz an die Gemeinde in Korinth, die er damals gegründet hat. Und es ging nicht ganz ohne Zoff ab in dieser Gemeinde. Im Grunde waren es 2 Gruppen von Menschen. Es waren Christen, die vorher Juden gewesen waren. Und sie hielten sich ganz genau an alle jüdischen Vorschriften und Regeln. Sie wussten genau, was man essen darf und was man nicht essen darf und was man am Feiertag tun darf und nicht. Und sie sagten, selbstverständlich halten wir uns weiter an diese Regeln, das ist doch ganz klar. Wir glauben doch an denselben Gott wie vorher und wenn es Gott vorher gefiel, dann werden wir das weitermachen. Und die andere Gruppe von Christen war zuvor nicht jüdisch gewesen. Sie hatten vorher keinen Glauben. Und sie kamen nun zum Glauben und fragten die Judenchristen, warum haltet ihr so komische Regeln ein? Jesus hat nie etwas darüber gesagt, was man essen darf und was man nicht essen darf. Was soll das? Was soll das? Wir richten uns nicht danach. Wir richten uns einfach nur nach dem, was Jesus gesagt hat. Und so gibt es Streit. Die einen leben ihren Glauben ganz streng nach ganz vielen Regeln und die anderen sehr frei. Und jetzt muss Paulus diesen beiden Gruppen einen Rat geben und das ist schon ganz schön herausfordernd. Und er hat diesen Rat, quasi diese Faustregel. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nehmt das als Kriterium. Wenn ihr wisst, dass ihr andere damit auf die Palme bringt, dass ihr Dinge esst, ja, die sie nicht essen würden, dann tut es ihnen zur Liebe nicht. Für Jesus wäre es kein Problem, für Gott wäre es kein Problem. Aber tut es aus Liebe zu ihnen nicht. Nehmt Rücksicht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und es ist nicht so an ein Gefühl von Liebe gedacht, ein schönes, warmes Gefühl, sondern es ist wirklich an Taten gedacht. Dinge, die den anderen, die dem anderen dienen und dem anderen nutzen. Das Gegenteil von Egoismus. Tut Dinge, die dem anderen dienen und nutzen. Ja, unser Gemeindepädagoge Sepp Plath hat neulich vorm Mittagstisch einmal ein paar Sätze gesagt, die muss ich immer denken. Er sagte, ich habe das Gefühl, unsere Welt wird irgendwie immer rauer. Der Umgangston wird krasser. Es ist eine Schärfe oft in den Begegnungen zwischen Menschen. Es ist in unserem Land eine Stimmung, eine ganz kalte Stimmung, auch politisch. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie in ziemlich krassen Zeiten angekommen. Und Sepp sagte zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Mittagstisches, ich wünsche mir, dass hier eine andere Atmosphäre ist, ein anderer Geist, dass die Menschen, die hier hinkommen, freundlich angesprochen werden, dass es ihrer Seele gut tut, hier zu sein, dass wir sie ermutigen und stärken, dass sie spüren können, hier weht ein anderer Geist, hier ist eine andere Atmosphäre. Hier geschieht es in Liebe und nicht in Hass und nicht in Stärke und nicht in Härte. Und Paulus war das so wichtig, dass die Gemeinde nicht die Schärfe und den Ton der Welt draußen annimmt, sondern dass in der Gemeinde eine andere Atmosphäre herrscht und er sorgte sich darum, dass es zerbricht und darum ermahnt er die Menschen. Und ich wünsche mir auch so sehr, dass unsere Gemeinde, unsere Gemeinden Orte sind in dieser rauen Welt, wo eine andere Atmosphäre herrscht, wo Menschen zur Ruhe kommen können, wo Menschen wertgeschätzt werden, wo Menschen merken, hier bin ich angenommen und hier ist es anders als draußen in der Welt. Und ich wünsche mir von mir selbst und von allen, die irgendwie in der Gemeinde mitmachen, dass wir uns immer wieder darum bemühen, diese Atmosphäre zu schaffen, weil Menschen es brauchen, dass es diese anderen Orte gibt, wo es anders ist als draußen.